Als Kind ist es mir zweimal nicht gelungen, die zu züchten, die Urzeitkrebse aus dem Yps-Heft. Jetzt habe ich ein neues und der nächste Versuch als Erwachsener. Ich habe mir Tipps geholt vom Experten, deswegen erstmal Wasser hier rein, Zimmertemperatur. Ja, ja, riecht auch gesund. Das kommt jetzt hier erstmal rein, halber Liter soll es sein. Jetzt habe ich noch den Extra-Tipp bekommen, ein bisschen Erde, Muttererde, weil das ist für die erste Ernährung gut und vor allen Dingen auch so für das ökologische Gleichgewicht, hoffe ich. So, bisschen Erde hier rein, das sollte reichen. Und jetzt kommt der große Augenblick. Jetzt kommen hier die Eier aus der Tüte da rein, in der Hoffnung, dass die auch was werden, die Urzeitkrebse. Ups, die sehen ja aus. Kaum zu sehen. Sieht aus wie Staub. Liebe Urzeitkrebse, ich hoffe, ihr werdet was. Ich werde euch hegen und pflegen bis an mein Lebensende. Also zumindest 2-3 Wochen soll sie leben. Ich check's mal aus. Bin gespannt.